begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Veranstaltung Wege zum bedingungslosen Grundeinkommen. Das Thema bedingungsloses Grundeinkommen ist ja in den zurückliegenden Jahren zunehmend in den Medien in starker Präsenz. Aktuell läuft der Diskurs, die Diskussion vor allem im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf dem Arbeitsmarkt. Zur Sprache kommt, dass viele Jobs durch Automatisierung oder Roboter womöglich wegfallen können. Die Sozialsysteme müssten angepasst werden. Das bedingungslose Grundeinkommen könnte ein Ausweg sein, um den Sozialstaat zu reformieren. Ich denke, das ist viel Stoff sozusagen für einen Abend. Es ist mehr als für einen Abend. In Chemnitz ist die Diskussion schon länger laufend. Das ist nicht die erste Veranstaltung. Insofern freue ich mich, dass heute das Haus wieder voll ist. 2004, während im Bundesrat Hartz IV beschlossen wurde, gründeten Wissenschaftler und Vertreter von Erwerbslosen und der Armutsbewegung sowie Vertreter kirchlicher Verbände und Parteien in Berlin das Netzwerk Grundeinkommen. Bereits seit 2007 sind wir in Chemnitz im Rahmen der Agenda 21 mit verschiedenen Grundeinkommensexpertinnen und Experten zusammengekommen und ins Gespräch geraten. Einige dieser Personen sind heute zum wiederholten Male da. Ronald Plaschke vom Netzwerk Grundeinkommen, Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn von der Frankfurter Goethe-Universität, Frau Birgit Zenker von der katholischen Arbeitnehmerbewegung ist bei uns gewesen, der Soziologe Professor Ueli Meter aus der Schweiz war da, Frau Dr. Gisela von Kanal vom Arbeitskreis Bürgergeld und Negativsteuer der Universität Ulm. Wir haben im Rahmen der Agenda 21, im Rahmen unserer Foren über Gesellschaften in Zeiten des Klimawandels und der Ressourcenknappheit diskutiert und beraten und haben dabei auch über verschiedene Modelle eines Grundeinkommens gestritten. Seit 2008 trifft sich in Chemnitz außerdem im Rahmen der Agenda 21 eine Arbeitsgruppe Netzwerk Grundeinkommen. Und diese Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens zu bewerben, also vor allen Dingen in Chemnitz, aber auch darüber hinaus. Dazu wurden in den zurückliegenden Jahren unterschiedlichste Veranstaltungen organisiert und es fanden regelmäßig Arbeitstreffen statt. Also jeden Monat einmal trifft sich die Arbeitsgruppe am vierten Donnerstag, 19 Uhr, im Chemnitzer Umweltzentrum. Erst jüngst, im Spätherbst, hat die Gruppe eine Ausstellung von ATTAC zum bedingungslosen Grundeinkommen nach Chemnitz geholt, hat diese Ausstellung in der TU und im Umweltzentrum präsentiert. Und die Initiative ist sozusagen natürlich auch bei dieser Veranstaltung hier ganz vorbereitend aktiv gewesen, hat ganz viel Bewerbung gemacht und dadurch, dass da der Saal voll ist, sehen wir ganz einfach, dass es eine gelungene Vorbereitung gewesen ist. Im Frühjahr des Vorjahres hat der Stadtrat in Chemnitz die Resolution des Deutschen Städtetags zur Agenda 2030 unterzeichnet. Das ist ein Handlungsprogramm der UN, der Vereinten Nationen. Und dabei geht es im Kern um die Durchsetzung von Gerechtigkeit und Ökologie, nicht nur global, sondern auch vor Ort. Also auch vor Ort geht es darum zu fragen, wie können wir Ungerechtigkeiten, Repressalien, soziale Bedingungen verbessern. Und dazu soll sozusagen die heutige Veranstaltung ein kleiner Baustein sein. Ich bedanke mich bei den Netzwerkern der AG Netzwerk Grundeinkommen, aber auch ganz herzlich bei der Volkshochschule. Die Volkshochschule und das Umweltzentrum
haben sozusagen für den Rahmen, für den heutigen Rahmen gesorgt. Die inhaltliche Vorbereitung lag bei der Arbeitsgruppe. Und ich übergebe jetzt an Philipp Salzmesser von der Initiative, der sozusagen den Abend einführen wird. Danke. So, ja, auch von mir die herzliche Begrüßung. Ich freue mich sehr, dass Sie alle den Weg hierher gefunden haben, auch von weiter weg, und ja, dass Sie mit uns über die Wege zum Grundeinkommen diskutieren wollen. Ja, ich gehöre zur Initiative Grundeinkommen, habe sozusagen die Veranstaltung organisiert mit dem Team. Vielen Dank in die Richtung, haben intensiv zusammengearbeitet, und auch vielen Dank an die Unterstützung durch das Umweltzentrum, Radio T oder befreundete Initiativen. Und ja, wir haben heute 4 Experten eingeladen, um eben ja, die Tätigkeiten dieser Experten, also die haben verschiedene Impulse gegeben in Richtung Gesellschaft, Politik und auch Wissenschaft, um sozusagen die verschiedenen Perspektiven, die das, die der Weg des Grundeinkommens mit sich bringt, zu beleuchten. Und ja, wir haben jetzt vor allem seit letztes Jahr, im Juni 2016, großen Auftrieb. Die Volksabstimmung in der Schweiz ja, hat zu einem enormen Medienecho geführt. Die Liste der namhaften Befürworter, die wird immer länger, hat man den Eindruck, fast tagtäglich. Man muss dazu sagen, besonders auch ja, aus Vertretern der globalen Wirtschaft. Und ja, genau solche Themen, die gilt es zu hinterfragen, zu beleuchten, verschiedene Blickwinkel einzunehmen. Was hat es zu bedeuten mit dem Auftrieb des Themas? Fakt ist, wir sind jetzt in der gesellschaftlichen Diskussion über den ja, Stand von Utopie, Träumerei, wir können das vernachlässigen, deutlich darüber hinausgegangen und sind mittlerweile ja, in der Verantwortung auch als Bewegung und als ja, Leute, die sich vor allem für das positive Grundeinkommen einsetzen wollen, ja, jetzt vor allem in der Klärung der Frage des Wies, wie wollen wir das Ganze tun, und das machen wir gemeinsam mit unseren Experten. Und ja, denn wir wollen den Wandel der Gesellschaft zur sozialen und zur ökologischen Nachhaltigkeit, wie kann uns das gelingen? Und ich übergebe dann das Wort an unsere Moderation von Radio T, an die Juliane Zimmermann. Ich wünsche uns einen aufschlussreichen, wegweisenden Abend. Dankeschön. Ja, auch von mir begrüße ich Sie ganz herzlich heute zu dem Abend. Ich bin von Radio T, wie Philipp ja auch angedeutet hat. Radio T zeichnet übrigens diese Veranstaltung auf. Die Mikrofone sind natürlich zum einen dazu da, damit Sie uns hier heute besser verstehen, aber hinten in einer kleinen Kammer sitzt ab und zu ein Techniker und regelt das alles, dass das aufgezeichnet wird. Sie sehen hier vorne auch Kameras. Das sind Menschen von der Leipziger Initiative Grundeinkommen. Die werden das danach auf YouTube veröffentlichen. Die Kameras sind hauptsächlich hier hergerichtet, wird Sie also kaum betreffen, es sei denn, Sie kommen später eventuell auch mal nach vorne, um mit unseren ExpertInnen zu sprechen. Falls Sie irgendwas davon nicht wünschen, einfach nicht ins Mikrofon sprechen und ansonsten den Menschen sagen, dass Sie verpixelt werden möchten oder unkenntlich gemacht werden möchten, denn das gibt es dann später auf YouTube zu sehen, auf zweimal schauen. Und jetzt würde ich gern unsere ExpertInnen auf die Bühne bitten. Und da möchte ich gern beginnen mit Adelheid Biesecker. Sie ist emeritierte. Sie ist emeritierte Professorin der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bremen, Mitglied im Netzwerk Vorsorgendes Wirtschaften in der Vereinigung für ökologische Ökonomie und im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC und bestimmt auch sonst einiges, aber das sind die Dinge, die ich rausgesucht habe. Ich hoffe, die repräsentieren Sie etwas. Als zweite würde ich auf die Bühne bitten Amira Yehia.
Sie ist Geschäftsführerin von Mein Grundeinkommen, Mitstarterin von Sanktionsfrei und Macherin von weiteren Projekten im, ich würde es mal als soziales Unternehmertum bezeichnen. Und hat Fans mitgebracht, ich höre. Als nächsten würde ich auf die Bühne bitten Ronald Blaschke. Er ist Diplomphilosoph und Pädagoge, Mitgründer des Netzwerk Grundeinkommen und des europäischen Netzwerk Grundeinkommen, das heißt UBI, ist eine Abkürzung und ist auf Deutsch sozusagen das europäische Netzwerk für Grundeinkommen und macht auch noch viele Sachen mehr. Er ist auch Publizist, veröffentlicht auch viel zu dem Thema und ist heute hier. Und zu guter Letzt Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn. Er ist studierter, promovierter und habilitierter Volkswirt und sozialpolitischer Sprecher seiner Fraktion im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen. Meine erste Frage ist schon so eine, die vielleicht für einige eine Erklärung bedarf. Wer von Ihnen ist Krauthörnchen und hat schon mal oder hat schon mal eine Grundeinkommens-Cola getrunken? Das habe ich noch nie erlebt. Im Publikum jemand? Das ist auch eine Frage ans Podium, aber ich vermute, es besteht Aufklärungsbedarf und Empörungsbedarf. Frau Jehir? Test, ja, ist an. Also das habe ich tatsächlich noch nie auf einer Veranstaltung erlebt. Ganz schnell alle auf www.mein-grundeinkommen.de gehen und registrieren, weil das ist ja, so kriegt man ja Grundeinkommen in Deutschland. Nein, Spaß beiseite. Krauthörnchen, das sind unsere monatlichen, wir nennen sie liebevoll unsere eigentlichen Vereinsmitglieder. Und zwar sind das Zehntausende von Menschen in Deutschland, die ab 1 Euro monatlich Geld an unseren Verein spenden. Einmal für den Lostopf, das heißt, dass wir Grundeinkommen verlosen können und dafür, dass wir unsere Arbeit machen können, das heißt, Gehälter auszahlen können, unser Büro finanzieren können und so weiter und so fort. Genau. Und Grundeinkommens-Cola? Die Grundeinkommens-Cola bedeutet, das ist eine Kooperation mit einem lokalen Brauer in Berlin oder einer Brauerei. Die bringt die Frage auf den Tisch und zwar steht hinten drauf, was würdest du tun, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre? Und wenn man diese Cola kauft oder in einer Bar konsumiert, wird man einmal mit der Frage konfrontiert und unsere Hoffnung war, die sich bisher auch ganz gut bestätigt hat, dass die Leute dann darüber in der Bar oder im Restaurant ins Gespräch kommen, übers Grundeinkommen und 1 Cent von jeder Cola fließt ins Grundeinkommen, also in unseren Lostopf. Es gibt also in einem ganz kleinen Rahmen schon so etwas Ähnliches wie ein Grundeinkommen, würde ich sagen. Herr Strengmann-Kuhn, empfinden Sie das als ein Grundeinkommen, die Initiative von Mein Grundeinkommen? Ja, klar ist das ein Grundeinkommen. Deswegen habe ich die Initiative auch von Anfang an unterstützt, weil es ist die Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Und ich erlebe das in den letzten Monaten, insbesondere in Veranstaltungen, dass es eine große Sympathie fürs Grundeinkommen gibt, auch eine wachsende in der Gesellschaft. Aber es gibt viele Fragen, geht denn das? Wie funktioniert denn das? Wie reagieren die Leute drauf, wenn sie ein Grundeinkommen kriegen? Und deswegen ist das eine tolle Sache, dass, wie viele sind es jetzt, über 50 oder noch mehr Leute? 70 die, aktuell. 70 Leute in Deutschland, die ein Grundeinkommen kriegen und wo man merkt, da wirkt es positiv und das strahlt natürlich dann aus in die ganze Gesellschaft. Weil natürlich ist ein Grundeinkommen erst dann ein Grundeinkommen, wenn es alle kriegen würden, aber das ist ein wichtiger erster Schritt und gut für die Debatte in Deutschland. Ich nehme an, dass die Menschen, die sich auf der Seite registrieren, ja schon eine gewisse Sympathie fürs Grundeinkommen hegen. Deswegen würde ich die Frage einfach mal an Herrn Blasch richten. Lassen sich diese positiven Wirkungen, die man in so einem Experiment quasi feststellt, lassen die sich auf die gesamte Gesellschaft projizieren, also auf alle, auch auf die Leute, die von vornherein erstmal kein Interesse an dem Thema haben? Jein.
Schöne Antwort. Natürlich kann es nicht die Effekte eines Grundeinkommens für eine gesamte Gesellschaft oder sogar global abbilden, das ist ganz klar. Es kann auch nicht den Effekt eines von der Wiege bis zur Bahre, wie wir sagen, gezahlten Grundeinkommens abbilden. Es ist ja nur für eine bestimmte Zeit gezahlt. Das wäre das Nein, das Ja wäre so in der Richtung, es rüttelt auf, es zeigt, dass es offensichtlich etwas gibt wie ein Grundeinkommen, dass es machbar ist. Aber das heißt natürlich auch, dass wir darüber weiter diskutieren müssen, was brauchen wir noch viel für andere Dinge in der Gesellschaft außer und neben dem Grundeinkommen. Da werden wir heute ja sicher diskutieren darüber. Deswegen mein klares und entschiedenes Jein. Bei anderen Dingen in der Gesellschaft, das ist ein schönes Stichwort, muss ich direkt an Frau Biesecker denken, die sich ja mit auch vor allem auch noch aus ökologischer und emanzipatorischer Sicht mit dem Grundeinkommen beschäftigt. Was brauchen wir denn noch neben dem Grundeinkommen? Und warum? Ich muss mich zunächst entschuldigen, ich muss immer meinen Schuh ausziehen, wenn ich mich bewege, aber ich sehe immer zu, dass ich kein Loch im Strumpf habe. So, was brauchen wir noch? Also ich will mal anders anfangen. Wir haben im Augenblick in der Diskussion grundlegend zwei Arten von Grundeinkommen. Ich nenne das eine mal immer neoliberal und das andere emanzipativ. Und damit es emanzipativ ist, da gebe ich nur Ihnen wirklich recht, brauchen wir mehr. Im Grunde geht es doch darum, im Grundeinkommen ein Element der Transformation in eine nachhaltige Gesellschaft zu sehen. Und das geht natürlich nicht nur, indem wir jetzt unseren ärmeren Menschen oder auch reicheren für eine gewisse Zeit einfach das Grundeinkommen finanzieren, sondern es braucht dazu mindestens, zum Beispiel für die, die das Grundeinkommen kriegen, Möglichkeitsräume, etwas anderes zu tun, etwas sozial-ökologisches zu tun. Also wo ist es zum Beispiel, wo kann ich, wenn ich ein Grundeinkommen bekomme, sagen, okay, ich bestelle jetzt meinen großen Garten mal und sehe zu, dass ich mit der Nahrungsmittel unabhängig werde. Wer gibt mir das Grundstück zum Beispiel? Sowas. Das andere ist, wir müssen darauf achten, dass das Grundeinkommen nicht dazu führt, dass, das ist ja auch eins meiner Themen, dass die traditionellen Geschlechterverhältnisse wiederkehren oder sogar verfestigt werden. Also alle kriegen Grundeinkommen und die Männer gehen Sport machen, die Frauen sorgen für die Kinder. Das heißt, Grundeinkommen braucht auch eine soziale Infrastruktur, gerade für die Menschen, die das Grundeinkommen kriegen, dass die Kinder in Krippen, in Kindergärten versorgt sind, sodass beide, Mann und Frau, sich um sozial-ökologisch besseres Arbeiten kümmern können. Ich hatte gerade einen schönen Gedanken, jetzt fliegt er gerade wieder weg. Das passiert manchmal. ja, meinen Sie? Gut. Ich würde jetzt dann einfach mal woanders weitermachen an der Stelle, weil das kommt bestimmt wieder. Sie haben ja auch mal geschrieben, dass und Sie haben es ja auch gerade so formuliert, dass ja auch das Ziel nicht ganz gewiss ist. Und ich würde mich jetzt nochmal an Herrn Blaschke richten. Ich habe nämlich auf Ihrer Internetseite etwas gefunden. Das ist 11 Seiten lang, eine PDF-Datei. Da sind ganz viele verschiedene Wege zu einem Grundeinkommen und Vorstellungen von einem Grundeinkommen. Ich weiß nicht, ob Sie das selber geschrieben haben, bin ich mir gerade nicht mehr sicher, oder verlinkt haben. Sie bloggen ja regelmäßig verschiedene Dinge dazu. Und die Frage hier wäre, dass wir ja eigentlich über Wege zu einem Grundeinkommen diskutieren wollen. Sie haben so eine gewisse Suchbewegung auch zu einer anderen Gesellschaft formuliert. Wenn wir das Ziel nicht klar vor Augen haben, weil es einfach viele verschiedene Möglichkeiten gibt, was am Ende rauskommt und einfach viele Faktoren auf der Welt, die das beeinflussen, wie ist es möglich, einen Weg zu gehen? Und welchen Weg gehen wir? Also einen Weg gibt es sicherlich nicht. Den gab es auch nicht bei der Erkämpfung des Frauenwahlrechts oder bei der Durchsetzung der ökologischen Frage überhaupt auf die Tagesordnung in der Bundesrepublik Deutschland. Da gab es viele Wege. Bevor ich über das Grundeinkommen rede, rede ich eigentlich erstmal darüber zu fragen oder überhaupt die Frage zu stellen, wie wollen wir in der Gesellschaft zusammenleben? Wie soll eine Gesellschaft strukturiert sein? Was ist für uns Ökonomie? Was ist Arbeit? Das waren übrigens alles klassische Fragen, auch am Anfang der Grundeinkommensidee. Also ich beginne da mal mit Thomas Spence, kleine Referenz auch an die Feministinnen und Feministen unter uns. Thomas Spence hat eine Frau das Grundeinkommen fordern lassen, und zwar aus der Sorge um ihr armes Kind. Und sie hat auch, er hat dann so deutliche Sätze auch geprägt, wie dass die Männer ja zu apathisch wären, für eine andere Gesellschaft zu sorgen, sich um ja, die Natur Gedanken zu machen und so weiter und so fort. Also was ich damit sagen will, das Grundeinkommen auch schon eine Geschichte mit vielen, vielen Wegen und Ansätzen verknüpft. Und jetzt vielleicht auf Wege sprechen zu kommen. Wenn man die Frage beantwortet, wie wollen wir leben, dann stellt sich ja automatisch die Frage, wollen wir weiter so produzieren wie bisher, diesen Unsinn, diesen Mist,
der Tag eigentlich uns überflutet. Auch diese Rüstungsproduktion, die wir im Kopf haben müssen, die eigentlich dazu da ist, Menschen zu vernichten, statt Menschen Leben zu helfen. Also solche Fragen müssen wir uns stellen. Wie soll unsere Butter zusammengesetzt sein? Soll die wirklich gute Butter sein oder soll es Butter sein, wo ich hinterher zum Arzt gehen muss und sagen lassen muss, du bist eigentlich vergiftet worden? Alle diese Fragen gehören dazu und das Grundeinkommen ist für mich persönlich Teil der Lösung in Richtung einer Gesellschaft, die solidarischer ist, die ökologischer ist und die einen ganz anderen Ökonomie- und Arbeitsbegriff denkt und auch wirklich ja, durchsetzt, als den wir bisher haben. Da gibt es ja auch sehr viele verschiedene Ansichten, auch je nach Modell. Sie haben es ja schon angesprochen, es gibt ja neoliberalere Modelle. Auch wie kommt man dahin? Also die Frage ist überhaupt, was ist das Ei, was ist die Henne, wo setzt man an? Ist es das System, das die Menschen weitgehend abstumpfen lässt? Oder kommen wir dadurch, dass eben viele Menschen vielleicht, wird ja auch oft biologistisch irgendwie argumentiert, dass Menschen sich selbst am nächsten stehen und egoistisch sind und wenn sie halt Geld verdienen können, womit sie sich halt denn, keine Ahnung, die nächste Playstation oder irgendwas kaufen können, dass sie dann eben nicht darauf mehr Wert legen, dass die Arbeit vielleicht sonderlich sinnvoll ist. Vielleicht kann uns da Frau Jehia mit den Erfahrungen, die Sie gemacht haben in dem Projekt, mein Grundeinkommen mit den Leuten, es gibt ja viele Leute, die auch dann davon berichten, wie sie damit umgehen. Können Sie uns was dazu sagen? Haben Sie da Erkenntnisse? Ja, wir haben, man kann sagen, sehr vorbildliche Gewinde. Wir hätten uns tatsächlich gewünscht, dass wir auch mal jemanden haben, der das Geld nicht sinnvoll verwendet, um einfach zu sehen, was dann passiert, damit es auch wirklich den Experimentcharakter hat. Wir haben bis jetzt tatsächlich nur Menschen, die das entsprechend ihrer individuellen Lebenssituation in einer allgemeingültigen, sinnvollen Weise verwenden, sei es für Weiterbildung, für die finanzielle Unterstützung studierender Kinder, für Familienausflüge, Urlaube, also etwas, was ja auch wichtig ist für den Regenerationsprozess von Kindern, aber auch von Erwachsenen, die viel arbeiten gehen. Manche haben sich beruflich verändert, in ihre Gesundheit investiert. Wir haben einen chronisch kranken Gewinner, in der sich eine Auszeit genommen hat und seitdem deutlich gesünder ist, weil der sich einfach die Freiheit nehmen konnte, liegen zu bleiben. Und das war für seine Genesung relativ wichtig und dem geht es deutlich besser. Insofern ist das sehr divers. Ich würde mich gern wieder an Sie richten. Ich frage mich halt, also wir sind jetzt eben bei dieser idealistischen Diskussion ja auch und es ist total schwer abzugrenzen, was sind jetzt die Wege zum Grundeinkommen und was sind jetzt eigentlich wieder die guten Gründe für ein Grundeinkommen. Ich glaube, wir werden das immer mal streifen und das nächste Thema, was auch schwierig abzugrenzen ist, ist die Finanzierung und ich denke, da sind Sie auch mit einer der Experten oder der Experte noch auf der Bühne dafür. Sie haben sich ja auch schon sehr frühzeitig mit verschiedensten Modellen der Sozialpolitik beschäftigt. Und ganz grundlegend habe ich auch mal gelesen, dass es eventuell verfassungsrechtliche Bedenken gäbe in Deutschland. Wenn man jetzt nur an Deutschland, an die Umsetzung denkt, jetzt außerhalb des Rahmens des Gewinnspiels, sage ich mal, gibt es da Dinge, die man aus dem Weg räumen müsste oder wie ist das verfassungsrechtlich einzuschätzen? Also es waren jetzt mehrere Fragen. Ich würde ganz gerne nochmal zu der Frage irgendwie neoliberales, emanzipatorisches Grundeinkommen was sagen, weil ich das sehr richtig fand, was Adelheid Biesecker gesagt hat. Das ist auch meine Erfahrung. Es braucht halt vor allen Dingen zusätzliche Sachen neben dem Grundeinkommen, um daraus ein neoliberales oder ein emanzipatorisches zu machen. Die Grundeinkommensidee selber passt eigentlich fast zu jeder Ideologie. Also es passt in eine neoliberale Ideologie, weil auch da müssen die Menschen von was leben, eine Existenz gesichert haben. Es passt in kommunistische, sozialistische Ideologien oder in Grün-Alternative oder sozialdemokratische, weil in jeder Gesellschaft müssen die Menschen was zum Leben haben und die Existenz muss gesichert sein. Und dann ist halt die Frage, was gibt es sonst noch? Und das ist vielleicht dann die Überleitung zur Finanzierung. Ich habe hinten mal ein Buch hingelegt, wo ein großer Teil von mir mit ist, da geht es um eine Studie, ein Gutachten, wo ich als Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Frankfurt noch das Modell von Dieter Althaus, der war mal Ministerpräsident in Thüringen, Mitglied der CDU, durchgerechnet habe. Für Dieter Althaus war das Grundeinkommen immer ein Weg, um die Arbeitslosenversicherung abzuschaffen, um eine Alternative zum Mindestlohn
zu haben und hat sozusagen da nochmal einen anderen Ansatz gehabt. Das Grundeinkommen selbst entspricht viel, vielleicht nicht ganz von der Höhe, aber von der Systematik her, dem, was wir vier hier auch für ein Grundeinkommen halten würden, bedingungslos an alle ausgezahlt, 800 Euro. Aber die Frage ist, was gibt es sonst zusätzlich, und da unterscheidet sich dann die Variante. Zur Finanzierung selber ist mein Ansatz immer gewesen, das über die Einkommensteuer zu machen. Es gibt da andere Wege. Götz Werner ist ja hier vielleicht im Kreis vielleicht auch bekannt, der über die Mehrwertsteuer gehen will. Kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu, wenn wir ins Detail gehen oder in der Diskussion. Aber die Frage war, gibt es irgendwelche rechtlichen Hürden beim Grundeinkommen? Und da habe ich vor kurzem, ist ja gesagt worden, ich bin Bundestagsabgeordneter und es gibt einen wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, da mal angefragt, was es denn für rechtliche Hürden gibt, um Experiment zu machen. Das ist nochmal ein bisschen kniffliger, weil das ja bedeutet, dass man eine Gruppe in der Gesellschaft anders behandelt als andere, und das verstößt eigentlich gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Und dann, das muss begründet werden. Aber das geht. Also es war ein Ergebnis des Gutachtens, dass man das bei einem Grundeinkommen, bevor man das für alle einführt, gut begründen kann, dass man es erstmal für eine kleinere Gruppe macht, um zu gucken, wie sind denn die Auswirkungen. Und die haben aber auch die Frage beantwortet, gibt es ganz grundsätzlich Bedenken gegen die Einführung des Grundeinkommens, und haben, wie das bei Juristen üblich ist, ein paar Dinge hin und her abgewogen. Letztlich sind sie aber zu dem Ergebnis gekommen, es gibt keine verfassungsrechtlichen Gründe, die dagegen sprechen. Hätte mich persönlich auch gewundert, weil es gibt Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, und es gibt Artikel 20, Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat. Auf den beiden Artikeln basiert das Bundesverfassungsgericht ein Grundrecht auf Gewährung eines menschenwürdigen Existenzminimums, und da passt ein Grundeinkommen eigentlich wunderbar rein. Also es widerspricht meines Erachtens nicht nur so der Verfassung, sondern es passt eigentlich ganz gut zu den Verfassungsgrundsätzen, die wir haben. Schön, dass Sie das Thema der Finanzierung auch schon mal angesprochen haben. Ich denke, da werden wir noch öfter drauf kommen heute, also dass Sie da auch gleich noch drauf eingegangen sind. Ich würde hier trotzdem noch mal in die ökonomische Ecke reinfragen. Ja, deswegen, Sie haben sich schon ganz intuitiv richtig hingesetzt. Wenn man so ein Experiment macht, also wir haben jetzt vor allem über Deutschland geredet, Einführung deutschlandweit, es gibt ja dann auch noch Debatten, sollte man es direkt global einführen, wo sollte man es zuerst einführen. Wenn man so ein Experiment macht, geht es so etwas, was ja vor allem auch, also was wir ja von vielen jetzt schon gehört haben, auch, dass ja die ganze Gesellschaft komplett umkrempeln würde, die ganze Lebensweise. Kann man so eine Art richtiges Leben im Falschen machen? Also wenn man ja für eine kleine Gruppe das macht, ob es jetzt Deutschland ist oder ein Dorf oder die 70 glücklichen Gewinner, kann man daraus wirklich was ablesen dafür, wie es wäre, wenn wir komplett global so handeln würden? Also wir haben gar keine andere Möglichkeit. Wir können nicht von jetzt auf gleich die gesamte Gesellschaft verändern. Das sind immer Prozesse, sind immer Wege. Und euer Beispiel mit den jetzt 70 zeigt ja auch, dass ein Argument nicht stimmt, dass gesagt wird, die Leute sind faul und wenn sie das Grundeinkommen kriegen, tun sie nichts. Das ist ja schon mal ein Realexperiment, wie wir das gerne nennen als Wissenschaftler, was zeigt, dass dieses Argument nicht zieht. So, jetzt ist die Frage des neuen Experiments. Wir wissen alle wahrscheinlich, Sie auch, von Finnland. Die haben jetzt 2000 Menschen ausgelost, Arbeitslose, die gegen ihren oder mit ihrem Willen das jetzt machen müssen, 560 Euro. Das heißt, sie haben genauso viel wie vorher, nur sie haben es jetzt eben nicht als Sozialverwaltung, als Klient, sondern als Recht für 2 Jahre. Und es wird sich zeigen, was gemacht wird. Es ändert sich aber sonst nichts drumherum, das ist das Problem. Allerdings in der Zeit war ein Interview von einem Mann, der fand das so toll, ging in seine Werkstatt und fing an zu basteln. Mal sehen, was da rauskommt. Also da bin ich skeptisch, weil die ganzen Bedingungen, die eigentlich da sein müssen, damit die Menschen anders tätig sind, damit sie sozialer tätig sind, ökologischer tätig sind, die Bedingungen werden nicht geschaffen. Ich meine, ich habe hin und her überlegt, weil die Frage wurde uns ja schon mal geschickt, wie fangen wir an? Also es wäre toll, wir würden in einer Region anfangen können, wo wir sagen würden, eine
kleine Region, da machen wir es so, wie wir es ideal uns vorstellen. Da geben wir Möglichkeitsräume, da machen wir eine soziale Infrastruktur mit Kinderversorgung und so weiter und gucken mal, was da passiert. Das hieße aber, dass die Region insgesamt, und zwar nicht nur die Armen, das ist ja auch das Neutrale, das machen müsste. Das fände ich toll. Dass wir, aber solche Experimente brauchen wir. Also gesellschaftliche Veränderung geht nie, sogar als Revolution geht sie nie von heute auf morgen. Darf ich da kurz was zu sagen? Weil ich gestern auf einer Veranstaltung relativ viel über Finnland gesprochen habe und ich glaube, dass viele Menschen das falsch verstehen, weil das ist meines Erachtens nach gar kein richtiges Grundeinkommensexperiment, weil tatsächlich einige Menschen weniger haben als das Arbeitslosengeld. Und das bedeutet, es ist auf gar keinen Fall existenzsichernd, was ein Grundeinkommen ja immer sein sollte. Und im zweiten Schritt, das, was sich ändert, und ich glaube, das ist trotzdem ganz interessant an dem Experiment, ist, dass die Menschen dazu verdienen dürfen und sich das Grundeinkommen, also die Auszahlung, die sie durch das Experiment erhalten, nicht verringert. Insofern wird, glaube ich, trotzdem, auch wenn es eigentlich kein Grundeinkommensexperiment ist, glaube ich, sehr viel Kraft freigesetzt, weil die Menschen müssen jetzt nicht mehr davon ausgehen, wenn sie einen Job annehmen oder angeboten bekommen, dass sie zum Amt gehen, den melden und dann die Leistung gekürzt wird. Das heißt, sie am Ende eventuell sogar weniger in der Tasche haben, sondern sie können frei arbeiten gehen, müssen sich nicht mit der Bürokratie auseinandersetzen, können sich was dazu verdienen und niemand wirft ihnen oder legt ihnen Steine in den Weg. Darf ich da nur was aber Kritisches ergänzen? Die Regierung hofft, dass diese Menschen, welche Arbeit dann machen, dass sie die prekären Jobs annehmen, die bisher keiner haben will. Wenn das der Fall ist, dann macht die Regierung, ich spitze es zu, nichts anderes, als dass sie der Arbeitgeberseite einen Teil des Lohnes für prekäre Beschäftigungsverhältnisse zahlt. Und das kann das nicht sein. Ich bin genau Ihrer Meinung. Wenn mich einer fragt, wo würde ich eigentlich mit dem Grundeinkommen anfangen, würde ich sagen, mit den ärmsten Ländern auf dieser Welt. Wir leben in einem Land oder auf einem Kontinent, der Jahrzehnte, Jahrhunderte lang andere Kontinente ausgeplündert hat. Sowohl menschliche Arbeitskraft, als es auch zunehmend, ja Rohstoffe eigentlich schon immer, aber jetzt zunehmend noch mehr Rohstoffe. Und wir haben eine Politik, nennen wir sie Freihandelspolitik, die diese Menschen und die Natur noch mehr ausraubt. Und es gibt bei Attac eine Arbeitsgruppe, die heißt Genug für alle, die sagt, eigentlich müssten wir mit dem Grundeinkommen dort anfangen, wo es am bittersten nötig ist, nämlich in diesen ärmsten Ländern. Aber gleich dazu, und da bin ich voll bei Adelhard Bieser, gleich dort die Frage zu stellen, ich muss doch nicht alles auf einen Marktkonsum über Geld und über monetäres Grundeinkommen sofort umswitchen lassen, sondern ich muss dafür sorgen, dass die Menschen vor Ort wieder ihre Produkte, die sie früher schon immer angebaut haben, auch wieder anbauen können, dass sie über sauberes Wasser versorgen können, dass sie einen Brunnen bauen können und. Also diese ganze Klatte sozusagen, die entgegen der jetzigen Politik steht, die Menschen noch mehr entmündigen, ein ökonomisches Hamsterrad zu unseren Gunsten, auf gut Deutsch, noch reinzwängt, wo sie verarmen müssen, tagtäglich und verhungern müssen. Und das ist unaushaltbar aus meiner Sicht. Das heißt, das wäre für mich der erste Punkt. Jetzt komme ich auf das Thema, wie könnte man in Deutschland vielleicht einsteigen? Ich bin kein Freund von Experiment mit Erwerbslosen. Ich finde das zynisch, ausgerechnet mit einer Schicht, die man vorher verelendet hat, und das ja nicht erst seit Hartz IV, schon bedeutend vorher schon, jetzt sozusagen so ein kleines Stöckchen hinzuhalten, nun springt mal drüber und zeigt mal, ob er euch auch wirklich anstrengt, wenn er dieses kleine Stöckchen in die Hand kriegt. Das ist äußerst zynisch. Ich würde in Deutschland natürlich sofort anfangen, damit erstmal Hartz IV insofern weg durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung, die jedem zusteht, individuell garantiert, noch nicht bedingungslos erstmal zugestehen, ist klar. Denn es gibt ein Grundrecht, das heißt, du hast ein Recht auf Existenzminimum, Punkt aus. Aber parallel dazu würde ich so etwas machen, wie ihr das macht, nur auf eine bestimmte Bevölkerungsschicht ausgeweitet, und zwar für alle so etwas wie Auszeiten im Sinne des Sabbaticals nehmen zu können. Stellt euch mal vor, stellen Sie sich mal vor, Sie hätten in Ihrem Berufsleben 5 Jahre die Möglichkeit, gefünftelt meinetwegen jedes Jahr ein halbes oder Vierteljahr bis zum Berufslebensende sozusagen eine Auszeit zu nehmen und sagen, jetzt mache ich mal das, worauf ich Bock habe. Komm hinterher sicher wieder in den Job hinein und kann in dieser Zeit wirklich etwas tun, kann Erfahrungen sammeln, kann andere ökonomische und politische Projekte angehen. Ich glaube, und das sagen die Soziologen auch, dass das so ein Punkt wäre, dass die Leute lernen, dass so etwas wie etwas bekommen für nichts tun, in Anführungsstrichen, die tun ja wirklich was,
dass das einen Bewusstseinswandel schafft, so analog ein Stück weit wie mit diesem Projekt, ist ja auch nur befristet, klar, aber es sagt ganz eindeutig, der Mensch ist etwas wert und er hat das Recht, einfach existenzgesichert zu sein und er kann sich etwas mit anderen aufbauen. Und dann brauchen wir ganz eindeutig Freiräume. Alle Transition Town, Urban Gardening leiden darunter, dass in irgendeine Stadt mal wieder ein Investor hinsetzt und die ganzen Ländereien, die das ermöglichen, die Gärten wieder platt gemacht werden. Also ich bin insofern auch wirklich ein Anhänger einer Subsistenztheorie oder Wirtschaft, weil ich auch weiß, dass in der gesamten Grundeinkommensdebatte immer auch mit drin war. André Gurz ist das beste Beispiel dafür. Für ihn war Grundeinkommen, Recht auf Multiaktivität inklusive der unbezahlten Arbeit und das Recht auf Stadt, auf öffentliche Räume. Wir brauchen ganz andere Lebenszusammenhänge. Vielen Dank für diese kleine Rede. Es sind jetzt viele, sind wieder viele Punkte aufgekommen. Sie haben schon sehr konkrete Vorstellungen geäußert, wie Sie das jetzt anpacken würden. Und ich habe gelesen, dass Herr Dr. Strengmann-Kuhn auch schon neben dieser Studie für eine Stiftung auch schon geschrieben hat, einen Artikel mit dem Namen Schritt für Schritt zum Paradies. Und da haben Sie aber auch sehr viele verschiedene Möglichkeiten abgewägt. Der Artikel ist schon etwas älter. Wie ist denn da bei Ihnen aktuell der Stand? Wie sehen Sie das? Wie würden Sie das angehen? Welche Schritte wären politisch nötig? Also ein Schritt ist der, den Ronald Blaschke eben genannt hat, der da, glaube ich, noch nicht drin steht. Das wäre nochmal eine Ergänzung. Aber ich würde gerne nochmal auf Finnland zu sprechen kommen, weil ich da eine etwas positivere Meinung zu habe. Also nicht, dass ich finde, man sollte jetzt grundsätzlich mit dem Grundeinkommen bei Arbeitslosen anfangen. Da habe ich eher eine andere Meinung, komme ich gleich noch dazu. Aber ich habe vorhin gesagt, die Debatte, die ich erlebe, ist, dass viele Menschen in die Veranstaltung kommen und Fragen haben, insgesamt sehen, so wie es jetzt läuft, geht es nicht mehr weiter und wir müssen was anderes machen, das Grundeinkommen ist eine Möglichkeit. Und dann ist aber eine Frage, die immer wieder gestellt wird, wenn alle ein Grundeinkommen kriegen, führt es eher dazu, dass es die Menschen aktiviert, ich sage jetzt mal das böse Wort, oder führt es dazu, dass sie sich auf die faule Haut legen? Und an der Stelle finde ich das Experiment in Finnland unglaublich spannend, weil genau diese Frage kann damit untersucht werden. Es wird an Arbeitslose gezahlt und dann ist die Frage, reicht Ihnen das Grundeinkommen, was von der Höhe das gleiche ist, was Sie bisher haben und sagen, gut, 560 Euro plus Wohnkosten, damit ist meine Existenz einigermaßen gesichert, das war's jetzt. Oder sagen Sie, nee, ich bin jetzt befreit von diesen ganzen Bürokratielasten, ich muss jetzt nicht mehr dauernd lauter Formulare machen, muss nicht mehr dauernd zum Jobcenter oder Arbeitsamt oder wie das in Finnland heißt, sondern kann selbst entscheiden, was ich machen will und, was ich nochmal einen wichtigen Punkt finde, wenn ich was tue, kann ich das Grundeinkommen behalten. Das ist der entscheidende Unterschied zu der jetzigen Grundsicherung. Deswegen bin ich auch immer skeptisch über den Weg, den du genannt hast, Ronald, einfach eine sanktionsfreie Grundsicherung zu machen. Da ist nämlich der zweite Teil, nämlich die positive Belohnung, dass man es behalten kann, wenn man was tut, noch nicht dabei. Da ist die Befreiung auf der einen Seite dabei, aber noch nicht die Belohnung von Erwerbstätigkeit oder anderen Tätigkeiten, wenn man mehr macht. Und an der Stelle, wie gesagt, finde ich das finnische Experiment ganz spannend, auch wenn es kein Grundeinkommen ist, so wie wir uns das vorstellen. Aber die Frage, führt es eher dazu, dass es die Leute motiviert oder führt es dazu, dass die Leute eher sagen, oh, es reicht mir? Und an der Stelle, glaube ich, kann man ganz viele von diesen skeptischen Leuten, die es gibt, gewinnen, wenn das Experiment da positiv ausgeht. Und ich bin da ganz optimistisch. Wissen Sie zufällig, wie das festgestellt wird, ob das die Leute motiviert, etwas zu tun? Also werden die gefragt, weil die müssen ja nichts mehr weiter da angeben von dem, was sie darüber hinaus tun. Also wissenschaftlich funktioniert das so, dass es eine sogenannte Vergleichsgruppe gibt, die halt das jetzige System kriegen, das sind auch 2000 Leute und dann wird halt verglichen, wie verhalten sich die 2000, die das Grundeinkommen kriegen, im Verhältnis zu den 2000 Arbeitslosen, die das Grundeinkommen nicht gekriegt haben. Und das wird dann wissenschaftlich evaluiert und verglichen. Und der Leiter dieses Forschungsprojektes, Olli Kangas, hat gesagt, für ihn ist das eine völlig offene Frage, weil als Ökonom ist das theoretisch kann es in die eine oder die andere Richtung gehen. Und ich glaube, dass er das systematisch dann auch evaluiert. Die Regierung hat da vielleicht andere Positionen. Es gibt ja eine Mitte-Rechts-Regierung mit sehr rechten Leuten,
in Finnland, die das vorangetrieben haben. Finnland, muss man vielleicht dazu sagen, da sind alle Parteien fürs Grundeinkommen. Da sind wir noch ein Stück weit von entfernt. Aber natürlich mit den unterschiedlichen Ausgestaltungsformen, die wir jetzt haben. Und die Regierung ist halt eher eine rechte Regierung, die andere Ansprüche hat. Aber diese wissenschaftliche Institution, das ist eine, die da offen ist. Den Olli Kangas kenne ich selber aus Armutsforschungszusammenhängen. Habe nicht direkt mit ihm gearbeitet, aber habe Kollegen gehabt, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Also er ist ein Armutsforscher, der auch ein sozialpolitisches Interesse hat und ein Ökonom ist und der das dann entsprechend wissenschaftlich auswertet. Ist die Bedingung für dieses Grundeinkommen quasi, dass man an dieser Evaluation teilnimmt, oder stelle ich mir das verkehrt vor? Es sind 2000 Leute zufällig ausgewählt und die hatten nicht die Möglichkeit, ja oder nein, sondern die kriegen jetzt das Grundeinkommen für 2 Jahre und ob sie das wollten oder nicht. Die müssten alle 3 Monate einen Bogen ausfüllen, der Dinge abfragt, wie glücklich sie sind, wie der Familienzusammenhalt sich verändert hat, was sie beruflich machen, also der quantitativ und qualitativ einiges abfragt. Sie hätte ich jetzt auch als nächstes nochmal angesprochen, weil Finnland ist ja nicht das allererste Experiment. Es gab ja schon Experimente verschiedener Art, also das allererste mit genau diesen Bedingungen. Und Sie waren ja auf der Versammlungen, Treffen des weltweiten Grundeinkommensnetzwerks. Was haben Sie da so kennengelernt an Modellprojekten, an Menschen, die Dinge ausprobieren? Nichts, aber das liegt daran, dass die bisher gelaufenen ich schon kannte, weil ich mich im Studium schon mit dem Grundeinkommen auseinandergesetzt habe. Und das, was jetzt gerade an Bewegung international passiert, mit Projekten zu dem Zeitpunkt erst angefangen hat. Was ich aber Herrn Strengmann-Kuhn gerade schon erzählt hat, was mich da sehr beeindruckt hat, war, dass gerade in Asien das ein Riesenthema gerade ist. Also von Taiwan über Japan, Südkorea, China, in allen Ländern gibt es Politiker, die wie Amon in Frankreich jetzt gerade das Grundeinkommen zu ihrem Wahlversprechen machen oder zu ihrem Hauptthema, das in die Wahlprogramme aufnehmen, versprechen, wenn sie zum Bürgermeister gewählt werden, wird das in der Stadt, in der sie eben ihr Amt innehaben, eingeführt. Und dass das in Asien so ein Thema ist, das hat mich sehr überrascht. Mich auch. Ich würde gern von der Finanzierung und die Motivation, die wir ja gerade schon hatten, nochmal mit der Bitte um eine nicht komplette Rede Herrn Blaschke nochmal bitten. Ich hab gesehen, dass Sie so eine universelle Gegenantwort eigentlich haben, ist ein Gegenargument für diese dieses keiner würde mehr arbeiten gehen Gerede. In einem Vortrag von Ihnen habe ich das mal gesehen, das haben Sie so als Argument hingekriegt. Ich selber gar nicht das Gegenargument, aber was ich immer mache, also ich könnte mich als Gegenargument selbst anbieten, weil ich habe 16 Jahre lang mein Arbeitslosengeld 1 und meine Arbeitslosenhilfe als Grundeinkommen genutzt, aber das ist ein sehr dünnes Gegenargument sozusagen, weil da sagt man mir, ja, du bist eben ein besonderer Mensch und die anderen sind dann doch alle faul. Das Gegenargument ist ganz einfach, machen Sie einfach bei jedem Seminar, am jedem Biertisch immer die Frage, was würdest du tun, wenn? Und da werden die Augen feucht, da leben die Menschen auf und überlegen, was könnte ich mit meinem Leben eigentlich alles anstellen oder was hätte ich in der Vergangenheit angestellt, wenn ich das gehabt hätte. Also immer so beginnen und da kommt 1000 Gegenargumente. Es kommt also nie vor, dass einer sagt, ich liege 24 Stunden in der Hängematte. Im Übrigen, ich habe das ausprobiert, das funktioniert nicht. Weil es tut einfach irgendwann weh. Aber die Hängematte, die gibt es noch. Also das funktioniert eigentlich wirklich nicht. Also das Gegenargument sind alle Menschen. Und das Gegenargument ist die Tatsache, dass wir in Deutschland viel mehr unbezahlte Tätigkeit machen, wo es kein Geld, also diese komische Möhre, Erwerbseinkommen nicht vor der Nase hängt. Und die Menschen sind engagiert hier in der Initiative Grundeinkommen in Chemnitz. Wir, die hier oben sitzen, wie auch immer, die sie herkommen. Sie interessiert etwas, sie sind begeistert, sie sind an der Sache dran, für oder gegen, ist vollkommen egal. Oder kriegen Sie alle Geld jetzt hier? Okay, Sie sehen also, das Gegenargument ist in der Welt, das ist fassbar, das ist real da. Alles andere ist Geschwätz, aus meiner Sicht. Dann gibt es ja immer noch diese Behauptung, dass dann niemand mehr die sogenannte Drecksarbeit machen wollen würde. Wobei ja ganz viele Menschen auch unbezahlt Drecksarbeit machen, Frau Biesecker. Ganz besonders Frauen.
Also insbesondere die Frauen, natürlich. Was heißt denn, niemand würde die mal machen? Was machen viele, viele Frauen alltäglich? Sie machen Drecksarbeit zu Hause, sie pflegen Kinder, sie pflegen Kranke und so weiter. Und das kann man gesellschaftlich regeln. Also hier wäre es gerade wichtig, dass man sagt, erstmal den Begriff weg. Das hat nichts mit Drecksarbeit zu tun. Das ist die wichtigste Arbeit fast, die wir haben in der Gesellschaft. Das muss man sich mal klar machen. Leben zu ermöglichen ist was anderes als Waren zu produzieren. Und insofern ist es keine Drecksarbeit. Natürlich gibt es unangenehme Arbeiten, das wissen wir. Das ist aber auch heute schon gesellschaftlich geregelt. Das ist nicht das Problem. Und was der Roland Blaschke eben sagte, nochmal, wir Ökonomen werden immer ausgebildet mit dem Bild des Homo economicus. Ne? Homo economicus ist ein Mensch, der immer seinen Nutzen maximiert und eigentlich nur danach strebt, seinen eigenen Nutzen zu maximieren. Und dieses Bild kommt oft, wenn gesagt wird, naja, und der muss dann praktisch angereizt werden, sonst ist er faul. Das kommt auch aus unserer eigenen Disziplin, das muss man mal dazu sagen. Und unsere Studenten werden leider immer noch so ausgebildet. Aber Menschen sind einfach anders. Wir sind soziale Wesen, wir werden geboren, neugierig, wie wir sind. Unsere Neugierde wird uns abgewöhnt, spätestens wenn wir in die Schule kommen. Das ist das Problem. Da müssen wir übrigens auch ran, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Auch das nicht, danke, ich habe ein eigenes Mikrofon. Herr Strengmann-Kuhn, also es scheinen ja Leute ein gewisses Menschenbild zu teilen und Sie nicken auch so ein bisschen. Vorhin haben Sie gesagt, wir brauchen aber diese Experimente auch, um zu gucken, wie die Leute reagieren. Was für Experimente brauchen wir vielleicht noch, um eben einen Weg zu finden, also im gesamtgesellschaftlichen Kontext, in der Finanzierung, wie dann alles funktioniert, der ganze Waren und Kreislauf, Geld. Ja, man muss es machen, man muss es einführen. Also wir sind uns alle einig, dass diese ganzen Experimente jetzt nicht das Grundeinkommen abbilden, so wie wir uns das vorstellen und die gesellschaftlichen Veränderungen, die wir damit verknüpfen. Und mein Vorschlag ist, oder einer der Wege, die ich in diesem Buch mitbeschreibe, dieses Schritt für Schritt ins Paradies, ist sozusagen gruppenspezifisch vorzugehen. Dann nicht zufällig ausgesucht, sondern halt für bestimmte Gruppen in dieser Gesellschaft, wofür man dann auch Mehrheiten findet. Also wie gesagt, ich bin auch Politiker und ich will das Grundeinkommen in meinem Leben noch erleben. Deswegen suche ich nach Mehrheiten und gucke, wo kriegen wir Mehrheiten hin für einzelne Bevölkerungsgruppen. Und eine wichtige Gruppe sind die alten Menschen. Wir haben große Angst vor Altersarmut bei uns. Und warum gehen wir nicht dahin und sagen, wenn jemand 65 oder 67 ist, dann gucken wir nicht mehr dahin, was hast du die letzten 65 oder Jahre geleistet? Weil jeder Mensch hat irgendwas geleistet für die Gesellschaft. Und einfach nur deswegen, weil der Mensch da ist. Und dann zu sagen, es gibt wenigstens im Alter, gibt es eine Art Grundeinkommen, eine Mindestrente, Garantierente, Basisrente, wie auch immer man das Ding dann nennt, was dann nicht bedürftigkeitsgeprüft ist. Das ist an der Stelle der zentrale Punkt, wo nicht einkommens- und vermögensgeprüft die Rente ist, sondern einfach nur, weil der Mensch da ist, man zumindest ab 65 ein Grundeinkommen kriegt und keine Angst vor Altersarmut mehr haben muss. Das wäre ein erster wichtiger Schritt. Ein zweiter wichtiger Schritt wäre, bei den Kindern anzufangen. Es gab heute gerade, ich weiß nicht, wer es mitgekriegt hat, Präsentation des Armutsberichts des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Die Armutsquote bei Kindern liegt bei fast 20%. Alleinerziehende haben eine der höchsten Armutsquoten, was man sagt. Wir haben ein Kindergeld, was eigentlich schon so eine Art Grundeinkommen ist. Wenn man das existenzsichernd ausgestalten würde, wäre das der nächste große Schritt, den man gehen würde. Und die dritte Gruppe, die ich dann angehen würde, das ist eine, die beim Grundeinkommen häufig gar nicht so sehr im Blick ist, die aber meines Erachtens eine Gruppe ist, die ganz stark von einem Grundeinkommen profitieren würde. Das sind Erwerbstätige. Und zwar Erwerbstätige mit geringen Einkommen, die vom Mindestlohn nicht profitieren, weil sie zum Beispiel selbstständig erwerbstätig sind oder weil sie nicht Vollzeit erwerbstätig sind oder nicht sein können. Oder weil sie Kinder haben und viele Alleinerziehende zum Beispiel können und nicht unbedingt Vollzeit erwerbstätig sein, wollen es auch nicht unbedingt. Und da würde die Kombination aus einem garantierten Mindesteinkommen, sage ich jetzt mal, weil es kein bedingungsloses Grundeinkommen ist, für Teilzeiterwerbstätige und eine Kindergrundsicherung würde dazu führen, dass Alleinerziehende, die was tun, und die meisten Alleinerziehenden sind erwerbstätig, dass die nicht mehr in der Armut stecken und nicht mehr in dieser Jobcenter
Maschinerie. Und über solche Schritte könnte man den Gedanken des Grundeinkommens immer weiter implementieren. Sabbatjahre wäre so ein weiterer Punkt. Ein Grundeinkommen für Künstlerinnen und Künstler wäre ein weiterer, wo man automatisch ja weiß, die machen was mit dem Geld. Also der Weg wäre, über bedingte Grundeinkommen die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens in die Köpfe Schritt für Schritt zu implementieren. Das wäre ein Weg, wie man zu einem Grundeinkommen für alle kommen könnte. Also nicht, dass ich... Sie dürfen auch gerne erstmal ergänzen. Also ich habe gerade jetzt die Idee, nachdem Sie diese Beispiele machen. Ich war vor 3 Jahren oder für 4 Jahren bei der Postwachstumskonferenz hier in Leipzig, also was ja nicht weit weg ist. Und da waren circa 2000 Leute und da waren bestimmt 1600 junge Leute, die hatten alle ihr Projekt und die haben alle gesagt, wir wollen so nicht weitermachen. Wie wäre es denn, wenn wir denen mal das Grundeinkommen gäben? Weil da, ich denke immer, das ist alles toll, was die Vorschläge, und das ist auch richtig, aber wie kommen wir raus, dass das Grundeinkommen im Grunde nur Armutsbekämpfung ist? Also als Element, und diese jungen Leute, die haben alle, sind soziale, ökologische, ich weiß nicht was für Projekte, Friedensprojekte und so weiter, und die sagen, wir wollen nicht reinsteigen in dieses System, was ihr Alten uns vorgelebt habt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ist ja nicht so, dass Sie die Gefahr nicht selbst auch angesprochen hätten in dieser Schrift, dass... wenn man eben einigen Gruppen das gibt, dass es dann auch ins Stocken kommen könnte, der Gedanke des bedingungslosen Grundeinkommens. Wenn Sie möchten, können Sie darauf gerne noch antworten, aber ich weiß, dass sich eigentlich auch Herr Blaschke zum Beispiel sehr damit beschäftigt hat, dass wir jetzt nicht so eine Art sozialpolitische Flickschusterei machen und eben mit dem Ziel Grundeinkommen irgendwie, aber dann doch in dem jetzigen System eigentlich stecken bleiben, einfach nur eben den Leuten, die einfach unter dem jetzigen System viel zu wenig Geld haben, wo es nicht zum sozioökonomischen Existenzminimum reicht, denen etwas in die Hand zu drücken und sie damit ruhig zu stellen. Zum einen, worin besteht eigentlich genau die Gefahr, dass man da stecken bleibt an einem gewissen Punkt, und wie kann man da irgendwie vorgehen, was kann man tun, was muss sich vielleicht noch ändern, damit es nicht dazu kommt, dass wenn man halt ein Dach über dem Kopf hat und satt ist, man nicht sagt, okay, reicht eigentlich auch und vielleicht gehe ich dann nochmal ein bisschen, hole mir nochmal Geld, wenn ich irgendwie Geld brauche, und besorge mir dann die Sachen, die ich noch haben will. Weil darum, das haben Sie ja am Anfang, war eigentlich sehr einmütig auf dem Podium, dass wir ja eigentlich auch eine Veränderung im Konsumverhalten, im Umgang mit verschiedenen Gütern und Arbeit erwünschen. Übrigens, die Idee, die Frau Biesiger gerade vorgetragen hat, gibt es auch den Leuten, die Ideen haben im Kopf, die etwas machen wollen, was anders ist als das, was wir in der Marktwirtschaft erleben. War übrigens das Gründungsdokument des Grundeinkommens in Deutschland. 1982 gab es die unabhängige Erwerbslosenbewegung. Das waren die ersten mit dem Begriff Existenzgeld, die für das Grundeinkommen geworben haben. Die haben schlicht und ergreifend gesagt, wir wollen anders arbeiten, leben und produzieren. Wir wollen unsere Kinder selbst erziehen, wir wollen ökologischer produzieren, wir wollen auch wieder unsere Ernährungssouveränität herstellen, indem wir zum Beispiel, was wir heute Urban Gardening faktisch machen, wir wollen auch ökologische Produkte und so weiter und so fort. Und dazu brauchen wir natürlich auch ein bisschen weit Knete und dürfen nicht noch von diesem Arbeitsamt stranguliert werden, auf gut Deutsch. So, okay, das wäre jetzt die Gruppe. Jetzt hätten wir die Gruppe, würden wir das Geld geben, jetzt kommt natürlich die andere Gruppe und sagen, es geht überhaupt nicht. Ich muss ja mal lochen, muss früh um 7 aufstehen und noch ökologischen Scheiß herstellen. Und die machen sich ein gutes Leben und hängen dann in der Hanfhängematte. Schlicht und ergreifend. Ja, was mache ich dann? Dann gebe ich den anderen genauso die Möglichkeit. Das wäre zum Beispiel Sabbatical und. Und dann könnte zum Beispiel einer aus dem Projekt kommen und sagen, aber was du machst in dem Job, da hätte ich noch ein paar Ideen, würde ich was verändern, dann steige ich mal teilweise bei dir ein. Da kann man Job-Rotation machen. Also da gibt es alles gute Projekte. Dänemark gab es Job-Rotation-Projekte. Aber wieder vor dem Hintergrund der Arbeitslosigkeitsbekämpfung, also klassisch arbeitsmarktpolitisch verortet sozusagen und nicht verortet im Sinne einer anderen Ökonomie und Lebensweise herzustellen. Und ich kann nur eine Stilllegungsprämie verhindern, indem ich den Menschen Möglichkeiten gebe, das wäre Zeit, die wäre mit dem Geld gegeben, mit dem Grundeinkommen, ich muss nicht mehr den ganzen Tag mal lochen gehen, und Räume, da sind wir wieder bei dem Thema. Wir brauchen Infrastruktur, wir brauchen mehr soziokulturelle Zentren, wir brauchen Freiräume. Jede Stadt hat zu beschließen, ein Drittel dessen, was Stadtgelände ist, gehört den Bürgerinnen und Bürgern zur freien Verwendung.
Punkt. Das wäre doch mal eine schöne sozialökologische Alternative. Und dazu gleich noch ein Grundeinkommen. Also ich hätte da schon Ideen und ich glaube, da guckt dann einer, der irgendwelchen Müll herstellen muss und Hieragen, Arbeitsorganisationen anhängen muss und sagt, ach, das geht doch eigentlich auch ganz anders. Das war die eigentliche Idee, zum Beispiel bei Gortz und bei diesen Leuten in der Erwerbslosenbewegung. Eine radikale Kritik des Marktsystems, was dann übrigens auch die Frage stellt, wie wir das mit der Finanzierung dann machen, wie das dann alles läuft. Da kann man noch viel weiter denken. Das Grundeinkommen ist nämlich kein Geldprinzip. Das ist ein Menschenrechtsprinzip, das sagt, jeder Mensch hat nur, weil er Mensch ist, das Recht zu leben. Und er hat alle diese Güter und Dienstleistungen zu bekommen, die er dafür braucht. Ob mit oder ohne Geld, ist erstmal vollkommen zweitrangig. Ich plädiere es nicht für den Anarcho-Kommunismus, aber die hatten solche Ideen schon längst vor 100 Jahren entwickelt. Eine ganz andere Form des Zusammenlebens zu kreieren. Victor Considerant, Charles Fourier, das waren alles die Vorkämpfer für eine ganz andere Idee, wo das Grundeinkommen aber implementiert war als Freiheit im Sinne, ich lebe mit anderen zusammen, muss die Gesellschaft gemeinsam gestalten. Da war jetzt im Nebensatz ein ganz wichtiger Punkt, was wir in den Köpfen umdrehen müssen. Jetzt ist es so, man kriegt Geld für irgendeine Leistung. Das ist in vielen Köpfen drin. Und die Idee des Grundeinkommens ist, man kriegt das Grundeinkommen, um was tun zu können. Das ist die Grundlage, um überhaupt erstmal tätig sein zu können, sich an der Gesellschaft zu beteiligen. Und dazu gehört halt dann natürlich nicht nur Geld, sondern vieles andere. Aber dieses Umdrehen hinzukriegen, du kriegst Geld, damit du was damit anfangen kannst. Du kriegst ein Einkommen, damit du was damit tun kannst. Du kriegst das Einkommen jetzt nicht für irgendeine wie auch immer gemessene Leistung. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und das hat man natürlich, wenn man sagt, diejenigen, die was geleistet haben, die tolle Projektideen haben, die erwerbstätig sind, hat man gerade nicht. Das ist so eine gewisse Dialektik an diesem gruppenspezifischen Ansatz, dass da so ein bisschen dieses Menschenrechtliche ein Stück weit verloren geht. Deswegen wäre ein anderer Ansatzpunkt zu sagen, lass uns doch mit einem geringen Grundeinkommen anfangen, weil das hätte noch einen anderen Vorteil. Es gibt ja nicht nur Kritik von rechts, sondern auch Kritik von links, die sagt, wenn man ein Grundeinkommen einführt, Vorsicht, dann muss man aufpassen, weil nachher setzen sich vielleicht diese Neoliberalen durch und dann werden die ganzen sozialpolitischen Errungenschaften, die wir haben, abgeschafft und es gibt dann 1.000 Euro für alle und dann halt sonst keine Unterstützung mehr. Deswegen wäre ein weiterer Ansatz von mir zu sagen, lasst uns mit einem etwas geringeren Grundeinkommen anfangen und die Idee wäre zu sagen, das, was man bei Hartz IV den Regelsatz nennt, das für die laufenden Kosten, im Moment sind das 409 Euro, das wäre zu wenig, müsste also deutlich mehr sein, 500, 550 Euro, sagt glaube ich die Linkspartei, oder 600 Euro, so die Größenordnung. Und dann gibt es diesen Betrag, von dem wir bundesweit ja auch sagen, das ist das, was wir jedem als Existenzminimum zugestehen, das einfach an alle als Grundeinkommen auszuzahlen. Und dann gibt es halt darüber hinaus für die Leute, die sonst gar kein Einkommen haben, gibt es Leistungen fürs Wohnen, gibt es den ganzen Sozialstaat, wie wir ihn haben, sonst auch. Das heißt, das Grundeinkommen würde von unten in den Sozialstaat reinwachsen und dadurch immer mehr soziale Sicherung schaffen. Und stellen Sie sich einfach mal vor, für sich selber, Sie hätten den Rest Ihres Lebens sicher jeden Monat 500 oder 600 Euro sicher und wenn Sie in Not sind, noch zusätzliche Leistungen, wie das Ihr Leben schon verändern würde. Das wäre auch eine Möglichkeit, wie man da hingehen könnte. Und dann hätte man diesen Menschenrechtsgedanken da drin, hätte noch nicht das volle Grundeinkommen, aber auch nicht die Gefahren, die manche von links sehen, dass es genutzt werden kann, um den Sozialstaat abzubauen, weil mit 500 Euro Grundeinkommen ist klar, es muss zusätzliche Leistungen unbedingt auch zusätzlich geben und der Sozialstaat wird nicht durch das Grundeinkommen abgeschafft, sondern das Grundeinkommen ergänzt den Sozialstaat und schafft ein Fundament für die Menschen, damit sie an der Gesellschaft teilhaben können. Okay, Frau Biesecker möchte sich dazu äußern. Kleine Ergänzung, nicht dagegen, sondern nur zur Ergänzung. Also wenn es wie eben darum ging zu sagen, also die einen kriegen das und die anderen werden dann neidisch oder sowas. Hans-Peter Dürr, ein Physiker, der den alternativen Nobelpreis vor vielen, vielen Jahren bekommen hat, leider vor 2 Jahren sehr alt gestorben ist, der hat immer gesagt, wir machen, also das normale Spiel, das spielt da an dem Tisch und
ich möchte das Spiel nicht mitmachen, also gehe ich an den Nebentisch und mache ein neues Spiel auf. Und irgendwann fangen die von dem alten Spiel an, neugierig auf das neue Spiel zu werden. Und das ist es, finde ich, deutlich zu machen, da ist ein anderes Spiel möglich. Und dann kommt nicht der eine und sagt, ich bin neidisch oder wieso, ich muss arbeiten. Dann kann ich doch sagen, ja, dann komm doch auch dazu, dann mach das doch auch mit. Weil es geht ja auch darum, auch das alte System nach und nach zu verändern. Weil eine zukunftsfähige Gesellschaft kann mit diesem alten System nicht. Und insofern denke ich, so Schritte zu finden, wie wir diesen neuen Spieltisch, so nenne ich es jetzt mal, stärken können, dass die anderen auch neugierig werden. Darum geht es eigentlich. Ich würde jetzt mal von den sehr konkreten Diskussionen um verschiedene Modelle und so nochmal zurückkommen auf die Praxis oder zurückkommen wollen, wenn Sie das auch möchten. Diese Modelle klingen so, als könnte man sie vor allem politisch umsetzen. Also eher so aus unserer Parteiendemokratie heraus. Und Sie haben ja schon in Ihrer Art und Weise, natürlich nicht allein das umgesetzt, sondern mit ganz vielen Crowdhörnchen und auch so Spendern und Spenderinnen, dass zumindest 70 Menschen für ein Jahr ein Grundeinkommen haben. Ich habe gehört, Sie wollen expandieren. Stimmt es nicht? In welche Richtung denn? Europa, habe ich gelesen. Wo denn? Im Internet. Da muss es ja stimmen. Also, wir wollen nicht expandieren. Also von uns aus geht das überhaupt nicht. Was wir unterstützen und wo wir immer wieder in Kontakt mit Menschen sind, ist, dass Leute aus Spanien, Frankreich, England, anderen Ländern auf uns zukommen und sagen, wir wollen euer Projekt gerne in unserem Land umsetzen und wir unterstützen diesen Prozess. Und so hat das bisher in den USA stattgefunden. Da gibt es eine Kopie quasi von uns oder eine Adaption in der Schweiz und in den Niederlanden. Warum wir nicht expandieren, ist, weil wir uns nicht als Unternehmen verstehen, was skalieren möchte, erstens. Und zweitens, weil wir nicht glauben, dass wir die Dynamiken in anderen Ländern einschätzen können. Wir wissen, was in Deutschland, wir wissen, was wir in Deutschland gerne hätten und was wir ausprobieren wollen. Wir glauben aber nicht, dass wir wissen, welcher Ansatz in Spanien funktionieren würde, ob es da über Crowdfunding funktioniert oder ob man andere Mechanismen braucht, genauso in Frankreich, in den Niederlanden und so weiter und so fort. Deswegen maßen wir uns nicht an, in anderen Ländern unser Modell einzuführen oder so aufzudrängen, sondern unterstützen Leute aus den Ländern heraus, wenn die das umsetzen wollen. Was für Ideen haben die so? Ist das ähnlich oder haben die ganz andere Ideen? Nee, die wollen eigentlich immer genau das kopieren, was wir machen. Das Problem ist, dass das gar nicht in allen Ländern möglich ist, weil wir haben in Deutschland eine sehr glückliche Situation durch die Rechtslage, weil Gewinne steuerfrei sind. Das heißt, die 1.000 Euro, die wir monatlich überweisen, sind netto. Und dadurch kann man wirklich so eine Situation von einem Grundeinkommen immerhin für ein Jahr simulieren. In Spanien zum Beispiel ist das gar nicht so sicher, weil da einfach das Gesetz, also die Rechtsgrundlage offenbar nicht eindeutig ist. Zumindest habe ich das jetzt von verschiedenen Teams schon gehört. Und in anderen Ländern ist es ähnlich, sodass es sich nicht überall 1:1 umsetzen lässt und die verschiedenen Teams jetzt versuchen müssen, eigene Wege zu finden, um trotzdem das Ziel zu erreichen, was wir haben, nämlich die Debatte anzuregen und Stories zu erzählen, weil das ist ja letztlich unsere Kernkompetenz, dass wir Menschen Grundeinkommen ermöglichen für ein Jahr, uns anhören, was die machen, eng in Kontakt mit denen sind und die Geschichten einmal an die Medien verweisen und natürlich selber aufbereiten auf unserem Blog. Ich erzähle auf Veranstaltungen, meine Kollegen machen genau das Gleiche und damit einen emotionalen Bezug zum Grundeinkommen herstellen und den wegholen von der wissenschaftlichen Debatte, die unheimlich wichtig ist, die aber geführt wird von sehr qualifizierten Leuten seit sehr vielen Jahren. Und was wir machen, ist eben einen Ansatz finden, der die Menschen erreicht, die sich nicht in eine Veranstaltung wie Sie heute setzen, sondern die Bild-Zeitung im Zweifel lesen oder die Brigitte oder die RTL-Nachrichten schauen, weil diese Menschen eben nicht auf dem wissenschaftlichen Weg zu erreichen sind und trotzdem potenziell ja eine Gruppe von Menschen sind, die das Grundeinkommen interessant finden könnten. Und die erreichen wir, indem wir Menschen, die ihnen ähnlich sind, mit einem Grundeinkommen ausstatten, deren Geschichten erzählen und zeigen, was passieren kann, wenn man Grundeinkommen bekommt und diesen Gedankenraum öffnen bei möglichst vielen Menschen in Deutschland, sich zu überlegen, was würde ich denn tun? Weil das ist ja keine leichte Frage. Das ist auch nicht unbedingt was Positives. Wir haben eine Gewinnerin, die hat uns gerade einen Brief geschrieben und hat uns nochmal ehrlich erzählt, dass die ersten 3 Monate, als sie das Grundeinkommen bekommen hat, sehr hart waren, weil sie sich zum ersten Mal als Selbstständige die Frage stellen musste, mache ich eigentlich, was ich möchte und mache ich, was ich gut kann?
Und dann in so einen Konflikt mit sich selber kam, immerhin mit Ende 30, habe ich überhaupt mein Leben so gelebt, wie ich es gern gelebt hätte, oder habe ich vielleicht Entscheidungen getroffen, die mich gar nicht so glücklich gemacht haben, und dann in eine Sinnkrise kam und sich gefragt hat, so, was mache ich denn jetzt mit dem Jahr und was mache ich vielleicht nach dem Jahr? Und diese Frage zu beantworten ist nicht leicht, und die kann viele Menschen auch erstmal in negativen Zustand stürzen. Also das ist ja nicht ein Allheilmittel, Grundeinkommen, deswegen bin ich Ihrer Meinung auch, das kann nie alleine kommen. Es muss immer begleitet werden von anderen Instrumenten, aber wir regen zumindest die Debatte dadurch an, und das ist, glaube ich, das Wichtige oder zumindest unser Ziel. Ich befürchte eine sehr kurze Antwort, aber ich stelle die Frage trotzdem. Gibt es einen außerparlamentarischen Weg zum bedingungslosen Grundeinkommen für alle innerhalb, ich sag mal, eines gewissen örtlichen Rahmens, ohne jemanden auszuschließen? Ja. Soll ich noch erklären? Das war eben die Antwort, die ich gar nicht befürchtet habe, aber wenn sie ja ist, dann wird sie länger, ja. Ja, und zwar, wir arbeiten ja an Konzepten mit der Cola zum Beispiel oder mit der Crowdcard, die wir hatten und leider einstellen mussten, weil Payback uns nicht mochte und gezwungen hat, sie einzustellen. Der Crowdbar, was ein Browser-Add-on ist, mit dem man also einen Teil von dem Umsatz, den man bei einem Onlineshop generiert, ins Grundeinkommen fließen lassen kann. Wir haben jetzt mit einem Mobilfunkhersteller gerade ganz eine Kooperation geschlossen, dass die Menschen, die einen Vertrag dort eingehen, 10% dessen, was sie monatlich an diesen Mobilfunkanbieter zahlen, ins Grundeinkommen spenden können. Das kann man für viele Organisationen machen, aber eben auch für uns. Und wir arbeiten ganz aktiv daran, Wege zu finden, wie wir über den Konsum, den wir auch nicht gutheißen, der aber faktisch da ist, wie wir den so verändern oder hacken können, dass dadurch Grundeinkommen finanziert werden kann. Und wir sind noch auf einem sehr kleinen Niveau. Wir arbeiten aber mit Banken an Konzepten, die noch nicht konkret sind, aber an Konzepten, EC-Karten, Visa-Karten einzuführen, wo jede einzelne Zahlung, die man über die Karte tätigt, Prozentsatz 2-5 ins Grundeinkommen fließen lassen kann. Und ich glaube, wenn genügend Firmen, vor allem große Firmen, und ich rede von der Telekom, von der GASAG, solche Firmen, auf solche Modelle aufspringen und sich das Grundeinkommen dadurch finanzieren lassen, dann könnte man das System hacken und könnte dafür sorgen, dass vielleicht nicht 1.000 Euro für 80 Millionen Deutsche monatlich drin sind, aber vielleicht 200, und könnte dadurch einen Anfang machen. Das ist aber gar nicht unbedingt unser Ziel, sondern wir wollen eigentlich nur ausprobieren, was möglich ist, und wir testen so ein bisschen unsere Grenzen aus damit. Aber dadurch wäre es möglich, und die zweite Variante sind Regionalwährungen. Also die sind ja in Deutschland auch immer populärer und funktionieren in einigen Regionen sehr gut. Und über eine Regionalwährung könnte man durchaus ein Grundeinkommen, was vielleicht auch nicht 1.000 Euro erreicht, aber ein paar hundert Euro in der Region oder in der Stadt oder einem Dorf oder einem Landkreis einführen. Und der dritte Weg sind Bitcoins. Das ist für alle, die es nicht wissen, eine digitale Währung, die quasi nicht existiert. Und es gibt mittlerweile eine Organisation, die Grand Coin Foundation, die international auf der ganzen Welt mittlerweile schon 350 Menschen über diese digitale Währung mit Grundeinkommen versorgt und immer größer wird. Das heißt, es gibt auf jeden Fall Wege, es außerparlamentarisch zu schaffen. Große Firmen sind ein gutes Stichwort, denn neben Finnland war in den letzten Wochen auch in den Medien zu vernehmen, dass auch Eigentümer oder Chefs großer Firmen sich jetzt pro Grundeinkommen geäußert haben. Ist nicht ganz neu, aber es hat sich gerade gehäuft. Ich frage mich an der Stelle, und ich gebe die Frage gern einfach offen in die Runde, wie wirkt sich das aus, welche Verbündeten man hat, das Ziel, Grundeinkommen zu erreichen? Welche Verbündeten brauchen wir eigentlich? Brauchen wir Bill Gates? Brauchen wir Marx? Brauchen wir Roboter? Das war ja auch eine Diskussion, die angeregt wurde. Industrie 4.0 sei ein guter Grund für ein Grundeinkommen? Eben gerade nicht, sage ich jetzt mal. Also diese, was Sie jetzt gerade sagen, die Manager hier, Siemens oder Silicon Valley, da ist ja im Augenblick das Grundeinkommen sozusagen der Diskussionsrenner. Da heißt es, das kann ich ja auch zitieren aus verschiedenen Artikeln, aber da heißt es wirklich von vielen Menschen deutlich. Das ist nichts weiter als praktisch das Gnadenbrot derer, die nicht mehr gebraucht werden, und der andere Rest kann weitermachen. Also das heißt 4.0, diese Industrie 4.0, da werden jetzt ja die Prognosen zwischen
Arbeitslosigkeit von 1,5 Millionen bis 50% Entlassung. Also da gibt es ja alle möglichen Schauermärchen. In jedem Fall wird hingewiesen, dass für diese neue Industrie viele nicht mehr gebraucht werden. So, und was machen wir mit den Leuten? Und dann kommen die Manager und dann kommen die klugen Menschen von Silicon Valley, die das ja machen. Ich meine, diese Roboter kommen ja nicht von alleine. Das wird ja gemacht, diese ganze Geschichte. Und sagen, was machen wir mit denen, damit die nicht unruhig werden, sondern die kriegen ihr Grundeinkommen. Und dann können wir vielleicht noch die Sozialsysteme zusammenstampfen, das kommt dann auch noch dazu. Und wir machen so weiter wie bisher. Und das finde ich, das ist nicht das Grundeinkommen, was wir haben wollen. Wir können sagen, okay, dann gebt denen allen das Grundeinkommen, finanziert das durch eure extra Profite, die ihr nämlich genau mit dieser ganzen 4.0-Sache macht und sorgt für die zusätzlichen Bedingungen, wie wir es eben diskutiert haben, weil dann auf Dauer sozusagen das andere stärker wird. Aber gedacht ist es erstmal wirklich, wir brauchen die Leute nicht mehr, wir stellen sie zufrieden und dagegen müssen wir wirklich angehen. Also das ist ein Teil der Wahrheit, aber ich glaube, es gibt noch einen zweiten Teil. Ich habe mir, also das Thema Grundeinkommen war ja jetzt auch sogar Thema beim Weltwirtschaftsforum in Davos und ich habe mir mal so ein paar Sessions da angeguckt. Für manche ist es, glaube ich, das, dass die sehen, es gehen unglaublich viele Arbeitsplätze verloren, was machen wir mit den Leuten, lass uns denen Geld geben und gut ist, dann haben wir unsere Ruhe. Es gibt aber noch einen zweiten Gedanken und der ist vielleicht in den einzelnen Leuten beide drin oder bei den einen das eine und bei den anderen das andere stärker. Es gibt, glaube ich, bei diesen Wirtschaftseliten, bei den ganz Reichen, das Gefühl, das Bewusstsein, vielleicht sogar das Wissen, dass die Art und Weise, wie wir Verteilung bei uns organisieren, dieses massives Auseinanderklaffen zwischen Arm und Reich, dass das nicht mehr lange funktioniert. Und dass sie auch sozusagen da ihren Lebensstandard nicht mehr werden halten können, wenn es nicht eine bessere Verteilung gibt. Also ich fand das ganz spannend, dass Thomas Straubhaar, der ja auch eher ein neoliberaler Ökonom ist, der fürs Grundeinkommen ist, auf einmal die Verteilungsfrage in das Zentrum seiner Argumentation stellt. Das war für ihn vor 5, 6, 10 Jahren überhaupt noch nicht der Fall. Da ging es um Entbürokratisierung, bessere Arbeitsanreize und Ähnliches, wenn er fürs Grundeinkommen argumentierte. Ich habe das Gefühl, dass von der Seite jetzt auch die Verteilungsfrage benannt wird und da ist es mir dann egal, ob das aus Angst ist oder aus Bewusstsein, dass es uns allen besser gehen würde, wenn wir eine gerechtere Verteilung haben. An der Stelle hätte man vielleicht sogar Bündnispartner, aber der andere Punkt ist sicherlich auch richtig, das ist ja auch hier in der Diskussion schon deutlich geworden, das Grundeinkommen darf nicht dazu dienen, Leute abzuspeisen und zu sagen, hier, du hast dein Grundeinkommen, gut ist, mach, was du willst damit, aber lass uns in Ruhe, sondern das Grundeinkommen muss dazu da sein, die Leute reinzuholen in die Gesellschaft und nicht sie auszusperren. Seitdem wir Automatisierung haben, gibt es regelmäßig dann immer wieder solche Wellen, wo über das Grundeinkommen diskutiert worden ist. Das war in den 1960er Jahren in den USA, da gab es dann Erich Fromm und Robert Theobald, wie sie alle hießen, und dann auch der Milton Friedman noch dazu, die sagten, wir haben eine Automatisierungswelle, wir müssen jetzt gucken, wie wir mit Grundeinkommen da weiterkommen. Das ist eigentlich nichts Neues, das hatten wir schon 1930, die Distributionisten in Frankreich haben darüber schon diskutiert. Das ist mir aber auch alles zu kurz gesprungen. Natürlich gibt es einfach Unternehmer, die sagen, ich brauche einfach Konsumenten, um meinen Mist loszuwerden und deswegen muss ich ein Grundeinkommen ausschütten, das ist ganz locker gesagt. Damit habe ich die Distributionsfrage geklärt. Die eigentliche Frage ist, die Manager definitiv nicht ansprechen, wer entscheidet eigentlich darüber, was produziert wird und wie produziert wird. Das heißt, da geht es nicht nur um die Distributionsfrage, sondern geht es um die Produktionsfrage, schlicht und ergreifend. Deswegen sind diese Ansätze von diesen Managern in der Regel zu kurz. Es gibt aber einen sehr rationalen Kern. Und den hat Wassily Leontief, Nobelpreisträger, schon mal mit einem Paradiesparadoxen erzählt. Das ist ein Russe gewesen, der hat einen Wirtschaftsnobelpreis bekommen, weiß ich gar nicht, vor 20, 30 Jahren, egal. Der sagte, stellen wir uns mal eine Gesellschaft vor als Denkmodell, wo die Roboter, die lieben Robbies, alles für uns machen. Geht gar nicht. Care-Arbeit, ne? Möchte ich auch bitteschön nicht so viele Robbies haben. Ist eine vollkommen männliche Denkweise, wie man Gesellschaft und Produktion herstellen kann. Wir hätten also alles da, es wäre alles verfügbar. Also nein, nicht mehr alles verfügbar, alles an Güter und Dienstleistungen wäre da. Wir würden trotzdem alle verhungern. Wir haben das Paradies und verhungern. Warum? Pachamu würde
Poroskija Süd, jetzt ein russisch sprechender Mensch, sagen. Nur weil wir können uns das Zeug nicht kaufen, weil es wird kein Erwerbseinkommen mehr generiert. Und das ist eine Grundsatzfrage, die ganze politische Ökonomie revolutioniert. Das ist nämlich faktisch die Arbeitswertlehre und das, was wir Wertschöpfung nennen, plötzlich außer Kraft gesetzt wird, wenn zunehmend quasi vergegenständigte Arbeit das macht, was wir als lebendige Arbeitskraft gemacht haben. Ich habe also faktisch ein Distributionsproblem. Und die Antwort war ganz eindeutig, ja, wir müssen diese Güter, die da hergestellt werden von den Robbys, frei zugänglich machen. Da brauchen wir gar kein Grundeinkommen mehr. Das ist übrigens das, was dann Bertrand Russell und Kropotkin, die Anarcho-Kommunisten, dann erzählt haben. Das ist eigentlich alles nichts Neues. Aber es blendet immer noch das Thema aus, wer entscheidet eigentlich, was da produziert wird in dieser ganzen automatisierten Branche? Denn mir nützt ein Grundeinkommen nichts, womit ich Müll kaufen muss, was mich möglicherweise noch krank macht. Das ist die entscheidende Frage. Und die Frage wird von den Managern definitiv ausgeblendet, weil da geht es um Machtfragen. Welche Verbündeten brauchen wir denn dann? Darf ich noch mal kurz einhaken und ein bisschen ketzerisch was sagen? Und zwar, dass die Debatte in den letzten Monaten so vorangekommen ist, liegt, glaube ich, an Menschen wie auch den Unternehmern aus dem Silicon Valley, Telekom-Chef, Siemens-Chef, SAP-Vorstand, die über dieses Thema reden. Und ich sehe es ein bisschen anders. Ich verstehe alle ihre Argumente. Ich teile die komplett. Ich sehe es aber in unserer Verantwortung zu entscheiden, wenn die Gesellschaft soweit ist, dass wir uns dafür entscheiden, wir wollen Grundeinkommen einführen, dass wir entscheiden, wie es eingeführt wird und dass es eben kein Freibrief für Arbeitgeber ist und die Arbeitnehmer unter den Scheffel gestellt werden. Die Debatte anzustoßen, schaffen wir, glaube ich, weniger oder langsamer, als wenn Menschen wie Elon Musk, der auf der ganzen Welt bekannt ist, weil er Tesla gegründet hat, wenn Obama über das Grundeinkommen twittert und sagt, das ist ein Thema, was wir in den nächsten Jahrzehnten besprechen müssen. Das hat eine Schlagkraft international, dieses Thema anzuregen, Menschen damit in Kontakt zu bringen, das Thema publik zu machen und Debatten, Diskussionen anzuregen. Wenn wir uns dem widersetzen und denen signalisieren, wir wollen euch da gar nicht drin haben, weil die Art von Grundeinkommen, für die ihr steht, ist nicht die, für die wir stehen. Glaube ich, verbauen wir uns Chancen, die Menschen schneller und international mitzunehmen bei dem Thema, um dann hinterher natürlich gemeinschaftlich zu entscheiden, wie soll es eingeführt werden, damit eben keiner letztlich in einer schlechteren Position ist als vorher. Ja, dann will ich mich auch noch ein bisschen weiter streiten. Also, was Sie eben sagten, das fand ich entscheidend. Wir wollen ein Grundeinkommen, was die Menschen in die Gesellschaft reinholt und ihnen und gleichzeitig ihre Fähigkeiten entfaltet, die Gesellschaft besser zu machen. Und das, was wir aus Silicon Valley und sowas hören, ist ein Grundeinkommen, was abspaltet. Was sozusagen sagt, der Kern, wir machen weiter mit unserer Produktionsweise und so weiter. Und die anderen werden rausgedrängt, die brauchen wir nicht mehr, die kriegen ihr Grundeinkommen. Das muss man im Kopf haben, damit man nicht in die Falle gerät. Ich gebe Ihnen recht, dass es erstmal gut ist, dass das Grundeinkommen so im Gerede ist. Aber gerade in solchen Veranstaltungen wie hier kommt es mir darauf an, deutlich zu machen, wo sind die Fallen? Weil sonst haben wir alles toll und plötzlich haben wir ein Grundeinkommen und dann haben wir nichts weiter als einen Kapitalismus, der in einer Art und Weise weiter marschiert, dass der im Endeffekt dann auch diese Grundeinkommensleute wieder kaputt macht. Genau was der Ronald Blasch gesagt. Darum geht es mir. Ne? Und dann können wir klug gucken, wer ist ein Bündnispartner, aber aufpassen. Aber es hat noch einen ganz interessanten Nebeneffekt, diese Debatte. Macht für diese Debatte über das Grundeinkommen ja schon länger. Und früher gab es immer eine große Gruppe, die gesagt hat, geht doch gar nicht. Können wir nicht finanzieren. Und die gibt es auf einmal nicht mehr. Ne? Dadurch, dass diese ganzen Wirtschaftsbosse sagen, ja, lass uns doch ein Grundeinkommen machen, ist doch eine Möglichkeit, kommt diese Frage nicht mehr. Und es gibt ja auch diverse wissenschaftliche Studien, die gab es früher auch nicht so viele, wie es die jetzt gibt, zur Finanzierung etc. Das wird nicht mehr in Frage gestellt, dass es geht, sondern es wird eher diskutiert, was hat es für Wirkungen, positive, negative Wirkungen, was gibt es für Ausgestaltungsformen. Und dadurch sind wir sozusagen auf eine andere Ebene der Debatte gekommen. Das finde ich schon mal sehr hilfreich. Deswegen nutze ich das durchaus auch, wenn solche Leute sagen, wir wollen ein Grundeinkommen, auch wenn ich auch auf die Gefahren hinweise. Aber man kann den Schub, den das gibt, auch positiv versuchen zu nutzen. Ich
Ich verstehe das und teile Ihre Meinung absolut. Ich glaube, es ist zu kurz gefasst zu sagen, dass Silicon Valley steht dafür, um nur ein Beispiel zu nennen. Die Organisation GiveDirectly führt jetzt ein auf 10 bis 12 Jahre ausgelegtes Pilotprojekt in Kenia durch, was gerade begonnen hat, was erstmalig ein wirklich langes Projekt ist und steht vor allem dafür als Organisation, dass wir wegkommen müssen von der Entwicklungshilfe, wo Deutschland extrem groß drin ist und extrem groß drin scheitert seit Jahrzehnten und die Situation in den Ländern eher verschlechtert als verbessert. Ist eine junge Organisation aus dem Silicon Valley an Elite-Universitäten ausgebildet, die dafür steht, dass wir Direct Cash senden müssen, nämlich einfach Direktzahlungen an die Menschen und dass Menschen weg vom Paternalismus hin zur Eigenverantwortung und zur Hilfe zur Selbsthilfe mit Geld selber wissen, was sie brauchen und was sie tun müssen. Und dieses Pilotprojekt von GiveDirectly ist finanziert aus dem Silicon Valley. Ich bin auch kein Fan vom Silicon Valley. Ich wirke jetzt vielleicht so, ist es aber nicht. Aber ich würde es nicht unter einen, Hut stellen, weil ich glaube, dass da sehr unterschiedliche Organisationen aus dem Gebiet sind, die sehr unterschiedliche Dinge tun. Die einen machen eher was Negatives, die anderen was Positives. Wie kann man denn praktisch dafür sorgen, gerade mit dem internationalen Ansatz? Es gibt riesige Konzerne und das Silicon Valley an sich ist natürlich kein Konzern, aber einige haben dort ihren Hauptsitz, die einfach viel mehr Macht haben als Sie als Mitglied des Deutschen Bundestages oder als Sie jetzt als Wissenschaftlerin oder als Sie jetzt als Publizist oder als ich als jemand, der ein bisschen Radio macht manchmal oder als jeder Mensch hier. Wenn diese Leute einfach so viel Macht haben, wie können wir einzelne Leute mit sehr viel weniger Macht das dann so überhaupt beeinflussen, was am Ende dabei rauskommt? Indem wir unser Konsumverhalten anpassen. Ich muss nicht Apple-Produkte kaufen, wenn ich nicht dahinter stehe, dass das MacBook von Kindern zusammengesetzt wird in China. Also Hannah Arendt hat ja den schönen Begriff der Gegenmacht entwickelt. Gegenmacht heißt, gemeinschaftlich was anzufangen. Und ich meine, da sind wir ja dabei. Also da würde ich jetzt klar haben, die Macht. Und das kann man auch nicht unterschätzen. Aber wenn ich denke, ich gehe nochmal nach Leipzig vor 3 oder 4 Jahren zurück, was wir allein in Deutschland an Menschen haben, an Strukturen, an Netzwerken, auch hier ein Netzwerk Grundeinkommen, das sind ja Elemente von Gegenmacht. Und insofern würde ich da nicht so negativ drauf schauen. Klar, die haben Macht und was das ganze Finanzkapital macht, worüber wir heute nicht sprechen, ist auch erstmal zu Recht. Da können wir erstmal nichts gegen tun, scheint es. Aber indem wir anfangen, gemeinschaftlich dieses neue Spiel aufzubauen, entwickeln wir Macht. Ja, genau das. Also wir leben in einer Demokratie und am Ende entscheiden Mehrheiten und natürlich haben die Leute, die so viel Geld haben, enorm viel Macht und Einfluss auch auf politische Prozesse, aber letztlich entscheiden bei Wahlen Mehrheiten und wie in der Schweiz bei Volksabstimmungen, die es bei uns ja leider noch nicht gibt, entscheiden Mehrheiten. Und wenn große Gruppen in der Bevölkerung, schon große Minderheiten, eine Debatte weiter vorantreiben, dann orientiert sich auch die Politik daran. Ich merke das halt in meiner eigenen Partei, aber auch in anderen Parteien. Natürlich haben politische Debatten in der Gesellschaft haben eine Auswirkung auf die Politik. Es müssen halt viele sein, aber wir sind mittlerweile ganz schön viele und es werden immer mehr. Ich habe mittlerweile wöchentlich mehrere Veranstaltungen zum Grundeinkommen. Das Interesse wächst und wächst und es kann noch größer werden. Und hier sind viele Leute und die vielen können dann halt auch tatsächlich eine Gegenmacht aufbauen gegen die wenigen mit den großen Vermögen. Nur mit dem Prinzip Hoffnung konnte das Frauenwahlrecht durchgesetzt werden, Punkt. Nur mit dem Prinzip Hoffnung konnte bei uns erreicht werden, dass Atomkraftwerke dennoch abgeschaltet werden. Viel zu lange und viel zu auf Kosten der Steuerzahler, das wissen wir alles. Aber wenn die Anti-AKW-Leute nicht nahegestanden hätten, sich nicht von Polizisten hätten zusammenprügeln lassen und es wären Schweiß und Tränen geflossen und Solidarität wäre nicht entstanden, hätten wir diese Atomkraftwerke noch 50 Jahre und 100 Jahre länger. Und genauso ist das auch mit einer Graswurzelbewegung, die sich ermächtigen muss im Sinne Grundeinkommen, anderer Ökonomie und einer tatsächlichen Demokratie. Wir leben in keiner Demokratie. An die Macht der vielen Leute möchte ich auch appellieren.
Philipp, den habt ihr vorhin schon mal kurz gehört, der würde auch noch mal irgendwie Zettel verteilen, falls Sie Fragen haben. Sie können aber auch gern nachher hier vorkommen und direkt mit unseren Gästen sprechen. Wir kommen nämlich demnächst zum Ende. Mich würde noch interessieren, es gab ja auch sehr lange eine Debatte um den Mindestlohn. Er wurde dann tatsächlich irgendwie, ich fand, er wurde relativ überraschend eingeführt. Was können wir daraus lernen? Ich glaube sogar in der einen Publikation, da stand das noch so als Beispiel für Dinge, die Schritte auf dem Weg zum Grundeinkommen wären, dass man überhaupt erstmal diese Sicherung in Deutschland hat, einen Mindestlohn zu haben. Was können wir daraus lernen für die politischen Prozesse jetzt in Deutschland und wie wir da ein Grundeinkommen, einen Weg zu einem Grundeinkommen finden können? Mindestlohn haben. Ich war bei den Verhandlungen nicht mit direkt dabei, aber ich war im Gespräch mit Arbeitgeberverbänden, Arbeitnehmerverbänden, waren klassisch diejenigen Kräfte, die heute prononciert auch gegen das Grundeinkommen sind. Nämlich Arbeitgeberverbände und Arbeitnehmerverbände und deren Funktionäre, nicht die Basis der Gewerkschaften, bitteschön. Damals war ganz spannend, IG Metall und ÖTV haben argumentiert, wenn wir Mindestlohn einführen, sind unsere hohen Facharbeitergehälter in Gefahr. Das heißt, die Arbeitgeber nehmen den Mindestlohn zum Ansatz, unsere Tariflöhne nach unten abzusenken. Das war die Befürchtung der Facharbeiter mit großem Gehalt. NGG, also Gaststätten und Genussmittel, haben gegengehalten und sagen, wir kriegen es tarifpolitisch gar nicht mehr eingefangen, wir brauchen Mindestlohn, wir sind hochgradig prekarisiert. Und Arbeitgeber haben argumentiert, Mindestlohn, wenn der kommt, bricht die deutsche Wirtschaft zusammen. Beides Schwachsinn. Und beide Argumente kommen auch gegen das Grundeinkommen von Gewerkschaftsfunktionären und das andere Argument kommt auch von Arbeitgeberverbänden, auch Schwachsinn. Glaubt diesen Leuten nicht. Sie verteidigen ein altes Wirtschafts- und Ökonomiemodell, was längst auf die Müllhalde der Geschichte gehört. Wir brauchen eine ganz andere Ökonomie. Da haben die Gewerkschaften und auch Arbeitgeber ihren Platz, aber einen anderen und weniger mächtigeren als jetzt. Ja, ist alles richtig. Es gab nur einen Vorteil beim Mindestlohn. Es gab Mindestlöhne in anderen Ländern. Darauf konnte man verweisen. Das geht beim Grundeinkommen nicht. Es gibt den Alaska Permanent Fund in Alaska, wo die Leute $2,000 im Jahr einmal ausgeschüttet gekriegt. Das ist jetzt kein Grundeinkommen in dem Sinne. Das heißt, diesen Vorbildcharakter haben wir tatsächlich jetzt im Moment noch nicht. Das heißt, wir müssen weiter theoretisch debattieren. Wir müssen halt über solche schönen Sachen wie mein Grundeinkommen, Pilotprojekte zeigen, es geht. Das hilft auf jeden Fall weiter. Aber ansonsten bei den Mehrheiten, bei den politischen Prozessen stimme ich Ronald Blaschke völlig zu. Wir müssen halt da weiter bohren. Und interessant ist es tatsächlich, dass, wenn man sich die Gewerkschaften anguckt, ist es jetzt auch wieder Verdi, die damals mit als erste für den Mindestlohn war, wo jetzt innerhalb der Gewerkschaften die Debatte über das Grundeinkommen am stärksten ist, weil die haben halt die prekär Beschäftigten in ihren Reihen, die vom Mindestlohn profitiert haben, aber die auch vom Grundeinkommen profitieren würden und die müssen wir natürlich mit auf unsere Seite kriegen.